Hallo und herzlich willkommen, meine Mittelalterfreunde, hier bei Banished, den Ein-Mann-Projekt. Aktuell in der Alpha-Phase, oder ob es jetzt noch in der Alpha-Phase ist, weiß ich gar nicht, jedenfalls noch in einer recht frühen Phase. Und ich muss leider hier mit DirectX 9.0c, weil wenn ich DirectX 11 mache, ist halt das Bild nicht über meinen kompletten Bildschirm gestretched und wirkt halt auch so, als ob man Full HD-Bild halt kleiner zusammenfügt. Also irgendwie sieht es dann komisch aus. Keine Ahnung warum, ich habe eigentlich DirectX 11 installiert und bei DirectX 9 kommt eine Fehlermeldung beim Starten. Aber hiermit wird das Bild jedenfalls richtig angezeigt. Mal gucken, wie es in-game ist. Also tut mir leid, falls es irgendwelche Mega-Effekte, die hier sonst mit DirectX 11 nicht gezeigt, also die nur mit DirectX 11 gezeigt werden, nicht zu sehen sind, aber keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal eine neue Welt. Der Town-Name. So lasset mich überlegen, meine Kompanen, die sich mit mir auf dieses gewagtes Abenteuer begeben. Durch diese große Stadt, die wir erst noch aufbauen müssen. So ein Name ist ganz schön schwer. Wir machen erstmal weiter mit dem Map-Zieht. Merkt ihr euch? Wir wollen Valleys, wir wollen Large, wir wollen Fair, wir wollen Op und wir wollen Medium. So, jetzt sind wir beim Town-Namen. So solltet man uns einen Namen geben. Bedere. Bedere ist ein schöner Name. Das Spiel ist wirklich sehr komplex. Es basiert halt wirklich auf einer sehr starken Simulation. Das heißt wirklich, es wird alles genau simuliert. Also genau ist natürlich wieder ein individuell festlegbares Medium unserer Sprachkultur. ja, es ist halt sehr simuliert und man hat ja auch nicht so, ich will jetzt einen Baum fahren, plupp, und die Bäume sind da sogar, es dauert halt wirklich in-game die entsprechenden Jahre, bis halt die Apfelbäume Früchte tragen können. Und das muss man halt alles im Voraus planen und ihr werdet es jetzt selber gleich sehen, wir sind jetzt hier in-game. Ich kann mich jetzt hier umgucken, mit WASD, hier kann ich steuern, mittlere Maustaste gedrückt halten. Und wir haben jetzt hier so ein kleines Lager. Und, ja, die verteilen sich jetzt hier erstmal ganz blöd. Und ich gucke erstmal, wo wir sind. Man hat keine Möglichkeit, die Kamera zu kippen, so als Info. Also man hat wirklich hier nur dieses rein-raus-Gescrolle. Was ich vielleicht machen muss, ist einmal unter Options, unter Input. Unter, wo ist denn... Rotate left. Ah, okay, man kann die Maus an sich gar nicht umstellen. Ich hätte jetzt gerne auf rechte Maustaste gehabt. Map, hier kann man halt alles nochmal sehen. Da kann man auch nochmal seinen Namen umändern. So, wir fangen jetzt an damit erstmal, dass die Leute, Remove Resources. So, da können wir jetzt erstmal gucken, wo sollen die Ressourcen weg? Da hinten. Das heißt, wir wollen erstmal, dass diese Ressourcen hier verschwinden. So, jetzt können wir das wieder abwählen. Und jetzt können wir hier rangehen und wir sehen bei den ganzen Ressourcen hier, ist über so ein Abbausymbol. Und die lieben Mitarbeiter werden sich jetzt daran tun, Collect Stone, hier kann ich halt nur bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel möchte ich hier unten nochmal die Bäume weg haben, kann ich die nochmal markieren. Dann werden die Steine im markierten Bereich und das Iron weggelassen. Was ich jetzt zum Beispiel auch machen kann, used to store goods such as food, clothes, textiles. Da, das kann ich hier neben nochmal machen. Nochmal ein zweites Lager, also einen zweiten Lagerfläche. So, dann hat man halt hier Wege und so einen ganzen Kram, Häuser, hier ist so ein Obdachlosenheim, ja, man hat halt hier die ganzen Möglichkeiten, ich will das jetzt nicht, ah, mit rechter Maustaste geht das dann wieder weg,
Und man sieht hier schon, die bauen hier fleißig ab, tragen dann die Rohstoffe weg und... Ja, das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Ich muss jetzt hier gerade nochmal... Genau. Ich kann das mal ein bisschen schneller fortlaufen lassen. Ich glaube, die Effekte sind noch ein bisschen laut. Jedenfalls wirken die auf mich noch ein wenig laut. So. Wetter und alles so ist natürlich auch immer eine Frage dessen. Und da wird unser Lager angezeigt. Das ist irgendwas, was ich nicht brauche. Das ist was ich nicht brauche. Genau. Und das ist noch ein wichtiges Fenster, was wir brauchen. Das da oben ist hinter der Fletch-Site. Ich ziehe es einfach mal hier so hin. Hier sehen wir nämlich, was wir die Leute so einteilen können. Und Search for Lockstone Iron ist near Capital City. Ja, ich habe doch hier noch ein zweites. Das sollten doch eigentlich auch beliefern können. Das ist voll. Hier sieht man, was man jetzt so drin hat. Und, ja. Ich finde den Ring eigentlich noch recht laut, ganz ehrlich. Vielleicht fällt er unter Ambient. Ja, der fällt unter Ambient. Hide Code, Potato, Iron Tool, okay. Die sind ja noch fleißig am Abbauen. Die schmeißen das hier gerade einfach daneben. Aber egal, da hat jemand gerafft, dass da ein Lager ist. Es ist halt egal, solange wie die Sachen gelagert werden. Soll es mir recht sein. Und das hier wird gefüllt. Was die da stehen, weiß ich nicht. Das ist halt unser Essenslager. Und ich baue uns jetzt erstmal schön ein paar Häuser. Wie kann man das Ganze rotieren? Muss ich mal in die Options gucken. Input, Rotate View, Q und I. Ah lol, kann man doch rotieren, cool. Das ist das aber. Zoom in and out. Look up, bla bla bla, Rotate R und T. R und T. Und ich möchte jetzt mal wissen, was stand da unter? F. Das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Okay, da kann man, wie es aussieht, von bestimmten Sachen das ändern, falls man nutzt. Und wir sehen jetzt hier oben, wir brauchen 4 Bilder. Das heißt, ich platziere jetzt einfach mal 4 Leute und sage, hey, 4 von euch Spackenmaten. Gehen doch jetzt mal, guck mal, der ist erst 8. Der muss jetzt schon arbeiten. Die ist 14. Ja, der ist 12. Was wir für ein Leben führen. 16. Mal gucken, ob ich irgendwen finde, der so alt ist wie ich. 18. 15. 8. 19. 12. Da waren die hier schon arbeiten müssen. Uiui. Ach, ihr seht jetzt hier, der fängt an zu bauen. Der platziert jetzt hier schon die Mineralien rein, die wir brauchen. Und removen müssen wir halt nichts, weil hier nichts im Weg steht. Loks bekommen wir jetzt halt 33 von 100. Steine brauchen wir dann noch und dann wird auch schon gebaut. Und ich möchte jetzt hier vorne einen Dirt Stone. One Stone per Unit. Den möchte ich jetzt nämlich hier mal lang legen lassen. So wie einmal hier vorne lang. So. Wie der genau gebaut wird, weiß ich noch nicht, aber da bin ich jetzt mal gespannt. Der hier braucht auf jeden Fall noch Rohstoffe. Was jetzt auch schon mal wichtig ist, was ich anlegen muss, ist, ich brauche ja was zum Essen. Deshalb brauche ich unbedingt ein Crop. Maximale Größe ist 15x15, so als Info. Das werde ich auch hier einfach mal komplett schadlos ausnutzen. Hier muss jetzt eine Sache removed werden. Und wir sehen, wir brauchen jetzt hier ein paar mehr Bilder, damit das halt mit der entsprechenden Geschwindigkeit vorangeht auch. So, und ja, dann lasse ich die doch erstmal jetzt bauen. Also das Rotieren ist ja auch das... Ich komme hier schon total durcheinander, Hilfe.
Hier sieht man jetzt, hier wird schon der Weg gebaut von den Leuten. Jetzt hören die damit irgendwie auf. Der will hier, glaube ich, gerade was anpflanzen. Die ist 3. Alter, leg dich zu Hause ins Bett und spiel, weiß ich nicht, Call of Duty. Aber nicht auf dem Acker rumstehen. Mädel. Das ist ein Mädel, ne? Kann ich gar nicht so nah ranzoomen. Ich glaube schon. So, die bauen hier fleißig den Weg. Ich kann jetzt auch mehr Leute zuweisen. Das heißt, hey, du, bau auch noch mit. Will ich jetzt aber nicht. Hier sehe ich halt, was ich alles so habe. Bla bla bla. Name of Adults, Students and Children. Also Erwachsene, Studenten, also Leute, die in die Schule gehen und Kinder. Hier, wie kalt es gerade ist. Wir haben gerade 18 Grad, also alles noch in Ordnung. Wir haben allgemein noch 96 Dings, 200 Firewood, da noch Essen. Ja, die holen sich jetzt hier die ganzen Sachen aus dem Lager ab. Der macht gerade das letzte Wegstück. Jetzt gehen da halt wieder ein paar nach hinten. Weil ich glaube, die holen sich halt erst einmal die Mineralien, wenn man halt was abbauen soll und so Kram. Also ist halt noch alles bisschen, ja, man kann halt noch nicht wirklich so das machen, wie man gern hätte, sag ich jetzt mal. Tier, Fishing Dog, Hunting, Gatherers. Stickteil used to store raw materials. Market, genau, ein Market müssen wir auch noch unbedingt bauen. Der braucht natürlich auch sehr viel Platz. Den könnten wir zum Beispiel dann hier hinten hinbauen. Wo wir jetzt gerade alles so schön frei ruhen. Aber erstmal sollen die das Haus hier fertig kriegen. Und aufgrund, dass gerade sonst nichts anderes zu tun ist, darum war gerade Autosave. Das heißt, die ersten 5 Minuten sind rum. Kann ich einmal die Zeit so ein bisschen schneller voranlaufen lassen. Kling, da kam gerade eine E-Mail von Thunderbird. So, ja, die sind jetzt hier fleißig am Arbeiten. Und sobald das alles weg ist, werden die sich auch gleich hier noch schön ransetzen und die Sachen machen. Da hat er schon abgebaut. Und ihr seht, es geht jetzt langsam los. Ich brauche eigentlich nur 4 jetzt hiervon. Aber ich setze halt alle meine ein, damit halt alle arbeiten, damit es halt insgesamt schneller geht. Einige feuern sich ab und zu nochmal im Wald. Das ist halt so, wenn die Langeweile haben. So, und jetzt haue ich das halt runter. Und hier mache ich jetzt, können wir Potato oder Squash. Ich möchte Potatoes. Und jetzt seht ihr, ich brauche 4 Farmer. Deshalb lege ich jetzt 4 Farmer fest. Und ich mache jetzt erstmal auf Normalgeschwindigkeit wieder. So. Dim, 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 dim. So, the reserve of firewood is low. Das ist natürlich jetzt nicht so, prickelnd, würde ich mal behaupten. Lock, lock. Ja, Firewood ist gleich 0. Das ist natürlich suboptimal. Ich werde jetzt erstmal aber nochmal, ein Stückchen Weg hier vormachen. Damit es halt einfach schöner aussieht. Das heißt, ich brauche dafür wahrscheinlich wieder einen Bilder gleich. Oder wird das nicht dazu, wird wahrscheinlich nicht dazu gewertet. So. Ich brauche Dings, das heißt, ich brauche jetzt ein produzierendes Gewerbe. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwer, der Woodcutter wahrscheinlich. Sieht sehr stark danach aus. Den setze ich denn mal ziemlich genau neben das Lager. Woodcutter cannot place. Ach so, okay, dann setze ich den dahin. Habe ich jetzt 2 gesetzt? Ja, ich habe 2 gesetzt. Scheiße. Perfekt. Habe ich schon Panik bekommen. So. Da fällen jetzt erstmal weiter die Bäume fleißig. Ist dahin, glaube ich, ist der Weg. Ja, glaube ich, auch hin. So. Und es ist schon recht warm. Es wird nämlich langsam Sommer, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber es ist Zeit, ein bisschen Gas zu geben, Leute. Mein Stein ist low. Das ist kein Problem.
Mein Stein ist alle. Das ist aber kein Problem, weil man hat jetzt zum Beispiel Collect Stone. Kann ich hier einfach mal auswählen. Dann sammeln die hier nämlich sämtlichen Stein weg. Dum, 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 dum. Ihr fragt euch wahrscheinlich irgendwann, ist ja hier kein Stein mehr. Das ist auch kein Problem. Ich glaube, ich schreie noch mal ein bisschen gegen diese Musik an. Man kann Steinbrüche und so auch sowas alles machen. So. Ja, der sollte jetzt, der hat 8 von 8, alles weg. Der braucht jetzt noch Stein. Da bauen gerade die anderen schon was ab. Das Feld, Work is disabled at this location. Ihr könnt mal hier anfangen. Ich habe doch hier 4 Farmer festgelegt. Ah, interessant. Okay. Ah, da entsteht langsam seine Hütte. Ist auch immer interessant mit anzusehen. Ich kann erstmal hier so ein bisschen Gas geben. User joined your channel. Da jointe gerade einer. So, das heißt, wir brauchen jetzt einen Woodcutter. Und der sollte dann auch eigentlich... Ja, der macht denn uns Feuerholz. Das ist nicht wunderschön. Na, guck mal, wie er jetzt hier Feuerholz macht. So. Perfekt. Das Feld, Leute, da könnt ihr auch mal irgendwie mal anfangen. Und nicht immer hier doof rumstehen. Ist halt nur schlimm, weil ich die da rumstehen habe. Ne, das wollte ich gar nicht. Hier unten ist noch Ressourcenkram. Da kann ich einmal Move Resources machen. Bilder brauche ich gerade keine. So. Und jetzt mache ich nämlich hier oben einmal ein... Was ist das? Assign Jobs to Citizen. Achso, das ist das, okay. Marktplatz hin. Und der braucht eine ganze Menge. Aber das ist ja nicht das Problem. Das haben wir ja. So. Vielleicht bis auf Stein. Das heißt, ich werde die einmal anfeuern und sagen, Stein aus dem Gebiet dürft ihr abbauen. So wie, falls noch Stein hier irgendwo drin ist, dürft ihr auch abbauen. So. Das heißt, wir müssen echt mal gucken, dass wir langsam mal unsere Steinmine mal bauen. Quarry used to mine stone from the ground. Quarries cannot be removed once placed. So, das heißt, das kann ich jetzt hier nicht wieder widerrufen. Das heißt, man sollte sich wirklich gezielt aussuchen, wo die Dinger hinkommen. Das ist natürlich jetzt eine große Frage, wo ich das hinbaue. Natürlich da, wo schon möglichst viel Zeug ist, aber das Ding braucht gar nicht so viel. Also möglichst da, wo jetzt schon zu viel Schild... Ich sag gar nichts mehr, aber ich möchte erstmal, dass die den Marktplatz fertig bauen. Ich brauche mal gar nicht da reingucken, weil ich sehe ja, was ich hier habe. Und da kann ich das mal auf 500 hochsetzen. So, und dann kann ich mich auch hier hinten mal so langsam, aber sicher, wirklich ein produzierendes Gewerbe aufbauen. Nämlich auch noch den Use to define area to select the cut down.
Über den Fluss kann er eh nicht. Der Turm ist voll geil. Die sollte ich auch vielleicht festlegen, fällt mir gerade ein. Und es geht hier nicht wirklich viel voran. Wobei, ich mache zwei Bilder weg. Weil ich glaube, sonst holt keiner Mineralien. Und so lassen wir die Zeit voranschreiten. Autosave. So, 9 Grad. Es wird nämlich langsam Herbst. 7 Grad. Jetzt ist Feuerholz ganz wichtig und davon haben wir zum Glück schön was. Ja, meine Reserven von Stein sind am Ende. Dung, 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 dung. Da höre ich doch einen Hintergrund. Das ist wahrscheinlich der, der gerade mit Teamspeak gekommen ist. Stone. Collectet mal den da hinten raus einmal bitte. So. Ich muss jetzt echt mir eine Quarry bauen. Also eine Mine. Ich habe ganz schön viel Iron. Late Autumn. Oh. Es wird kalt, Leute. Ich möchte einmal ganz kurz, langsamer, langsamer, langsamer. Inventory. Firewood, Potatoes. Ich glaube, das Feld haben nicht mehr angefangen, weil ich das zu spät hingesetzt habe. Oh, aber das sind wirklich die letzten Kartoffeln, die sie haben. Puh. Aber eigentlich müsste hier drunter noch das hier mit Essen irgendwo sein. Resource Limits. Knarsch. Na, keine Ahnung. Muss ich halt immer gucken. Das heißt, ich baue oder ich fange schon mal den Bau von etwas anderem an. Und zwar, hey, hier hinten habe ich einen Stein. Und zwar von so einer schönen Jägerhütte oder vielleicht eine Jägerhütte. Nein, nein, verpiss dich. Was jetzt mit dem? Was heißt das Symbol? The material to reform work are not available. Ich habe kein Holz mehr. Weil der Woodcutter nicht weitergebaut werden kann. Leute. Remove wood. So, und mit diesem schönen Remove Wood werde ich mich jetzt auch verabschieden von dieser Folge. Ich hoffe, die überstehen mit ihren 455 Kartoffeln und 129 Feuerholz, aber ich habe ja noch ein bisschen was, den Winter. Ansonsten wird das echt knapp. Aber gut, die sind hier fleißig am Arbeiten noch. Iron ist genug, bisschen Dings noch und dann geht das auch schön los. Das Ding braucht halt Dings noch. Ja, das passt schon. Das... Ja, Start ist ein bisschen holperig, aber das wird schon gehen, würde ich mal behaupten. Hier hinten hauen die mir jetzt gerade den Stein raus, schön. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, jetzt habe ich auch noch einen Aufstoß und sage tschüss, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Ciao.